Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch das Goldwell Roughman 4. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos und denk dran, Support ist kein Mord. Instagram habe ich natürlich auch, dort darfst du mir natürlich auch sehr, sehr gerne folgen. Für diejenigen, die meine Videos schon länger verfolgen und meinen Kanal abonniert haben, die wissen ganz genau, dass ich auf eure Kommentare eingehe. Und einer von euch hat geschrieben, hey Daniel, test doch mal das Goldwell Roughman 4. Das könnte dir möglicherweise gefallen. Ich sage einfach nur, gesagt, getan. Ich habe es mir bestellt und für euch getestet und als allererstes erkläre ich jetzt mal, wie ich meine Haare damit gestylt habe. Als erstes aus der Dusche rausgekommen mit komplett nassen Haaren, habe ich ein Handtuch genommen und meine Haare, ich würde jetzt mal sagen, angerubbelt. Also ich habe sie noch wirklich sehr, sehr feucht gelassen, nur so ein bisschen durchgerubbelt. Und dann habe ich eine Bürste genommen, eine Haarbürste, und habe meine Haare schön nach hinten gestriegelt. Die Seiten als auch oben, alles schön nach hinten, sodass sich hinten am Hinterkopf schon so fast eigentlich alle Haare zusammenfinden. Als nächstes habe ich das Produkt Goldwell Roughman 4 genommen. Das Produkt ist eher so was Cremiges, so eine cremige Paste. Ja, so kann man es am besten beschreiben. Das habe ich mir dann schön in die Hände verteilt und eigentlich ist das so gelb-champagnerfarben, kann man sagen. Habe ich mir schön in die Hände verteilt und dann wird es fast durchsichtig. Und als ich es dann in den Händen hatte, habe ich es dann schön mit den Fingerspitzen nach hinten gestriegelt. Aus dem Grund, weil ich wollte diese Struktur von diesem Kamm einfach nicht als Man-Bun haben, sondern ich will es ein bisschen grober haben und habe dann wirklich die Fingernägel genommen und auch schön das Ganze nach hinten gemacht. Ich habe mir dann ein Man-Bun gemacht und falls du da draußen noch nicht weißt, wie ein Man-Bun geht, ich habe mit dem Bart- und Haarmodel Kaan Tosun bereits ein Tutorial dafür gemacht, kannst du gerne anschauen. Auf jeden Fall habe ich mir dann das Haargummi genommen und meine Haare dann zu einem Man-Bun hinten zusammen gemacht. Zu guter Letzt habe ich dann noch ein bisschen Haarspray genommen an den Seiten, wo die Haare noch so ein bisschen rausfallen, weil meine Haare sind noch nicht wirklich ganz lang genug, damit alle Haare in den Zopf reinkommen. Also wenn man jetzt hier links oder rechts so zwei, drei Haare rausspringt, das passiert dann noch am Anfang. Und die habe ich dann halt mit Haarspray so ein bisschen angebappt, dass es halt vernünftig und ordentlich aussieht. So habe ich aktuell meine Haare mit dem Goldwell Roughman 4 gemacht. Ich glaube aber, dass das Produkt auch, wenn man sich keinen Man-Bun macht, sehr, sehr gut ist. Denn gerade für längere Haare als auch für ja, so lockige Haare kann das ganz gut wirken. Das ist halt so eine cremige Paste, die A, ein bisschen Textur verleiht, aber auch sehr, sehr ein mattes Finish hat. Also von daher, testet es einfach mal aus. Ich packe den Link zum Produkt natürlich wieder, wie immer, in die Infobox rein. Aber kommen wir zum wichtigsten Teil des Ganzen, kommen wir zum Rating des Produktes. Als allererstes der Geruch und wie immer, last check. Das riecht so ein bisschen, ich würde sagen, zitronig, aber so ein bisschen Chemie-zitronig. Ich kann es gar nicht wirklich in Worte fassen. Es riecht sommerlich, nicht schlecht, auf jeden Fall gut. Es riecht halt frisch, natürlich, zitronig, limettig, irgendwie sowas dazwischen, ja. Also ist auf jeden Fall schön für den Sommer. Dafür würde ich mal 3,5 von 5 Punkten geben. Ich glaube, das ist an dieser Stelle sehr, sehr fair. Kommen wir zur Anwendung. Bei der Anwendung würde ich all in all 4 von 5 Punkten verteilen, denn ich hatte wirklich gar keine Probleme mit dem Produkt. Man kann das Produkt sehr, sehr schön in die Haare einmassieren. Man hat keine Verklebung oder Rückstände in den Haaren. Also da muss ich echt sagen, war gut, echt. Warum keine volle Punktzahl? Aus dem Grund, weil ich glaube, dass es, wenn ich mir jetzt keinen Man-Bun machen würde, sondern nur normale Frisur, sage ich jetzt mal, da würde ich vielleicht ein bisschen Punkte Abzug geben, weil wenn man die Haare dann richtig in Position bringt, der Halt fehlt ein bisschen, da kommen wir gleich zu. Und aus dem Grund kann man die Haare nicht so ganz optimal in Position reinbringen. Aber egal, 4 von 5 Punkten ist, denke ich mal, trotzdem noch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Kommen wir zum Halt des Produktes. Wie gerade schon angesprochen, der Halt ist halt jetzt nicht wow, ja, also es ist so eine cremige, texturierende Paste und das ist jetzt kein Dawax, ja, was die Haare wirklich so dung, nee, das ist absolut nicht. Aber wenn du längere Haare hast oder mittellange Haare und einen natürlichen, matten Look haben möchtest, der nicht so gelig aussieht, dann ist das Produkt, glaube ich, ganz gut für dich. Vom Halt her, wie gesagt, nicht ganz optimal, deshalb würde ich an dieser Stelle nur 3 von 5 Punkten geben, aber für einen Man-Bun kann ich das Ding einfach nur empfehlen. Man kriegt eine schöne Struktur rein, die Seiten passen ganz gut, also da muss ich sagen, top. Kommen wir zur Auswaschbarkeit. Bei der Auswaschbarkeit würde ich jetzt keine volle Punktzahl geben, aber fast deshalb gibt es von mir 4,5 von 5 Punkten. Ich habe das Produkt echt gut aus meiner Haare rausbekommen. Mittlerweile sind meine Haare auch schon sehr, sehr lang. Es dauert ein bisschen mit Wasser, mit warmem Wasser lediglich kriegt man das ganz gut raus, aber nicht perfekt. Deshalb gibt es 4,5 von 5 Punkten.
Kommen wir zum Preis des Produktes. Ich würde für das Preis-Leistungs-Verhältnis 4,5 von 5 Punkten geben. Warum? Weil ich muss sagen, ich habe wirklich einen sehr guten Eindruck von dem Produkt bekommen. Gerade wenn man das nicht das erste Mal testet, sondern das zweite, dritte, vierte Mal oder eine ganze Woche getestet hat, dann kriegt man ja so einen guten Eindruck. Und vom Gefühl her muss ich sagen, hat mir das Produkt echt gut gefallen. Und für ein gutes Produkt 10 Euro nur auszugeben, ist für mich echt top. Also da sind 4,5 von 5 Punkten wirklich gerechtfertigt. Manchmal ist es ja auch so eine Gefühlssache, man kann nicht genau beschreiben, warum hast du genau 4,5 von 5 Punkten gegeben. Aber all in all habe ich ein sehr, sehr hochwertiges Gefühl, einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck von dem Produkt bekommen. Und von daher gibt es 4,5 von 5 Punkten. All in all, ein Gesamtergebnis von 19,5 Punkten von 25. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ergebnis, muss man sagen. Ich kann das Produkt wirklich guten Gewissens empfehlen. Ihr müsst es einfach selber mal für eure Haare ausprobieren. Ich kann es definitiv empfehlen für etwas längere Haare, zum Man-Bun machen natürlich auch, aber auch für mittellange Haare, wenn man einfach so einen natürlichen Look haben möchte mit einem matten Finish, ist diese Cremepaste sicherlich eine gute Alternative. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Also abonniert meinen Kanal sehr, sehr gerne. Und wie ihr gesehen habt, ich gehe auf eure Wünsche ein. Schreibt gerne weiterhin in die Kommentare rein, welche Produkte ich für euch testen soll. Ich werde mich bemühen, Step by Step alle Produkte abzuarbeiten. Und sage bis dahin, macht's gut. Adios, amigos.